Hier ist die Anlage der Weißschwanzstachelschweine des Wolgaster Tierparks zu sehen. Aber Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht. Dieser Ziegenbock gehört selbstverständlich nicht zur Familie der Nagetiere, auch wenn seine Farbgebung schon sehr an die Hystricideen, wie die Stachelschweine im Lateinischen heißen, erinnert. Letztere sind umgezogen und haben unweit von ihrem alten Gehege eine brandneue, artgerechte Spielwiese erhalten. Wir haben mit der Stachelschweinanlage so knapp vor einem Jahr begonnen. Es dauert halt immer ein bisschen, weil wir wirklich alles mit eigenen Mitteln machen und mit eigenen Kollegen und mit Hilfe von Sponsoren, die eben Erdmaterial und so weiter hier angefahren haben. Und damit haben wir die jetzt sozusagen dieses Jahr fertiggestellt und wir sind alle ganz glücklich. Glücklich über die neue Anlage, deren Bau rund 18.000 Euro kostete, sind vermutlich auch die 8 Stachelschweine. Die ehemalige Minischweinbehausung bietet nicht nur wesentlich mehr Platz, sondern auch alles, was das Stachelschweinherz begehrt. Das Besondere an der Stachelschweinanlage ist eben wirklich, dass sie sehr stachelschweingerecht errichtet worden ist. Sie hat einen kompletten Boden aus Erde. Sie hat einen richtigen, sag ich mal, eine Vertiefung, wo sie auch wirklich buddeln können. Das kann man Stachelschweinen nun nicht generell erlauben, dass sie eben wirklich einen naturgewachsenen Boden hätten, dann wären sie immer weg. Stachelschweine sind dämmerungs- und nachtaktiv und bauen dann unter Erde, sag ich mal, eine Mehrraumwohnung auf. Und wir als Gast oder als Zoologen könnten diese Tiere eigentlich nie sehen oder nur mit Nachtsichtkamera. Auch Rückzugsmöglichkeiten in Form von Höhlen, ein Badeteich und ein Haus für den Mittagsschlaf, welches mit einer dichten Strohmatte ausgekleidet ist, befinden sich auf dem Areal. Aber nicht nur die Tiere profitieren von den liebevollen Details, mit welchen die Stachelschwein-Niederlassung aufwarten kann. Die eingebaute Rampe, über die die Besucher den Nagetieren Futter zukommen lassen können, ermöglicht den unmittelbaren Kontakt mit den sonst doch eher zurückhaltenden Geschöpfen. Bei uns ist es ja so, dass wir schon versuchen, eben den besonderen Blick auf das Tier zu fördern vom Besucher. Unsere Erkenntnis ist die, dass es nicht immer unbedingt ausschlaggebend ist, dass man Gorilla, Eisbär und Elefant zeigt, sondern es kommt darauf an, wie zeige ich das. Und da versuchen wir alle Tieranlagen irgendwo in diese Richtung auszurichten, dass eben dieser Eindruck ein ganz besonderer ist. Also nutzen Sie Ihre nächsten freien Stunden für einen Abstecher zum Wolgaster Tierpark und kommen Sie den außergewöhnlichen Vierbeinern so nah wie noch nie. Angst müssen Sie dabei jedoch keine haben, solange Sie sich mit den bereitgestellten Walnüssen bewaffnen. Diese sind nämlich die Leibspeise der Weißschwanzstachelschweine und spendable Besucher immer gern gesehen.